Wir stellen uns mal so ganz unauffällig hier hin und rauchen eine. Hey, Alte! Schicker Rock! Oder so, keine Ahnung. Ja, ist wahrscheinlich noch eine der besser modellierten Figuren, ich weiß es nicht. Lauf! Lauf! Ich weiß nicht, ob wir jetzt direkt hinterher laufen können oder ob die uns da jetzt böse anguckt oder so. Ich bleib mal sicherheitshalber hier. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Hier wird uns aber nicht angezeigt, das heißt auch, wir müssen wirklich Sichtkontakt halten, ansonsten ist sie weg. So. Die hat einen etwas seltsamen Gang, würde ich behaupten. Wie sie so halb nach rechts geneigt durch die Gegend läuft. Komm, lauf! Verstecken wir uns mal hinter Mülleimer. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Links oder rechts? Natürlich rechts. Bin ich da, ich bin nicht da, du kannst mich gar nicht sehen. Ich habe noch meine Kontaktlinse in den Mülleimer verloren. So gefunden. Ach, hier ist gar keine Straße. Ich dachte, da geht's auch lang. Ja gut, dann hat sich das ja schon geklärt. In die Kirche am besten. Genau. Das wäre doch was. Und dort nochmal eine schöne Ballerei liefern. Und wie ich gerade sehe, haben die jetzt doch immer noch nicht fertiggestellt. Also in Lost Heaven scheint man ziemlich langsam zu arbeiten. Es würde mich mal interessieren, ob dieses Gerüst immer noch ist. Das war ja nicht an der Kirche selber, sondern am Haus nebenan, aber könnte ja sein. Wobei, sind wir nicht über diesen Turm da eingestiegen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist schon so lange her. Alles vergessen. Oh ja, Verzeihung. Abstand halten. Geht die wirklich in die Kirche? Finde ich lustig. Kannst du hau den Lukas spielen mit mir? Oder hau den Tommy? So, so Ninja-Style mäßig jetzt hier. Eigentlich müssten wir es so, wenn wir nach Slenderman gehen, schließlich haben wir auch einen Anzug an, müssten wir jedes Mal, wenn sie sich umdreht, ein Stück näher dran sein. So, und jetzt? Wand. Okay. Ja, hier hinten geht's auch nicht weiter, war ja sinnlos die Frage. Ich weiß nicht, ob wir uns da überhaupt nähern dürfen oder nicht. Bis jetzt hat sie irgendwie noch nicht den Eindruck gemacht, als ob sie dann irgendwelche Anstalten machen würde, hier zu rennen oder es abzubrechen oder so. Aber wir bleiben mal bei der sicheren Nummer. Ist vielleicht besser so. Wir bleiben einfach hier. Mal schauen. So, nee, auf die Straße gehen ist vielleicht auch nicht so gut. Haben wir ja schon ein paar Mal schlechte Erfahrungen mittlerweile mitgemacht. Aha! Die Tür sieht doch verdächtig gut modelliert aus. Das scheint mir ja ein echter Volltreffer zu sein. Alles klar, zurück zu Lukas. Wir nehmen uns mal den Wagen hier drüben. Ist zwar kein Prachtexemplar, aber ist ja eh bloß so ein kurzes Stück. Was? Ach nee, oder? Ist ja nicht euer Ernst. Jetzt müssen wir uns auch noch eine Verfolgungsjagd liefern mit so einer... Du Schwein! Du Schwein! Lauf! 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 Oh Mann! Warum? Oh Gott! Womit habe ich das verdient? Was? Na toll, wieder angefahren worden. Aber 93 Punkte geht noch. Ich finde, das ist noch halbwegs okay. Also ich würde es jetzt akzeptieren, auch wenn ich den Taxifahrer jetzt am liebsten mal hier rauszerren und umbringen würde. Nein. So unausgeglichen heute. Tschüss. Wie zugeschlossen? Willst du mich verarschen? Wieso ist der zugeschlossen?
Ach, Alter, ich hab keinen Bock. Komm, ich mach das nochmal und schalte euch dann wieder zu, wenn ich wieder bei Lukas bin. Bis gleich. So ein Müll. Echt mal. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich hab mich mal fix um die Bullen gekümmert und mir fix einen Heiler aus dem nächstbesten MMO einfliegen lassen. Nein, natürlich nicht. Ich hab nochmal neu gespielt jetzt die Mission. Ist zwar nicht allzu spannend, aber was macht man nicht alles, um einen guten Spielstand zu haben, ne? Und wenn ihr nicht dabei seid, kann ich mir ja Zeit lassen, wie ich will. So, dann wollen wir Lukas mal die Nachricht überbringen und ich bin mal sehr gespannt, was für ein Auto er uns diesmal empfehlen wird. Ich habe ihn gefunden, Lukas. Er wohnt in Downtown, an der Ecke der Straße bei der Kirche. Ha, fantastisch. Hat er dich gesehen? Nein, also wo ist der Wagen? Klar. Kennst du den Gebrauchtwagenhandel in der Stadt? Ach du Scheiße. In Chinatown? Ja, genau. Da steht er. Ein aufgerüsteter Sportwagen mit Vorderradantrieb. Inwiefern ist der besser als der normale? Naja, bessere Leistung. Und die Beschleunigung ist tausendmal besser, auch wenn der Wagen vollkommen normal aussieht. Aber sei vorsichtig, wenn du ihn dir holst. Der Besitzer hat den Wagen ja nicht zum Verkauf angeboten und er hat ein paar sehr bissige Hunde. Ich mach das schon. Yippie Skippy, ich erinnere mich an diese Mission. Stiehl den Tor 812 vom Bazaar in Chinatown. Gut, wollen wir mal über uns ergehen lassen. Ich will vorher aber mal was ausprobieren. Nämlich, ob wir bei Yellow Pete vorbeischauen können, um uns hier mal ein bisschen aufzurüsten. Das wäre mir persönlich sehr sympathisch. Denn, wie gesagt, ich habe immer noch keine Lust, mit 6 Schuss aus einem beschissenen Revolver da diese Mission anzutreten. Es ist eigentlich, ich wüsste nicht, wo wir sonst jetzt noch was herkriegen sollten. Eigentlich ist das ja die einzige Möglichkeit, hier irgendwie durchzukommen, indem man nochmal zu Yellow Pete geht. Ansonsten wäre das ja wirklich eigentlich reiner Selbstmord. Außer wenn man jetzt nicht wissen würde, dass das wirklich jetzt die letzte Mission ist. Aber ich weiß es ja nun mal und an diesem Wissen will ich euch teilhaben lassen. Nein, also... Wie gesagt, ich will nicht schon wieder verzweifeln hier wegen irgendwelchem Scheiß. Deswegen... Huch! Ja, schön! Doppelrolle! Und deswegen gehe ich mal kurz hier vorbei und schau mal, ob es da was zu holen gibt. Weg da, Alte! Not, not, not. So, hier war's ja. Bitte sei da, Pete. Bitte, das wäre sehr freundlich. So. Nochmal richtig schön fett eindecken hier. Ja, sehr gut. Oh, Gott sei Dank. Auch wenn ich nicht an ihn glaube, aber trotzdem, Gott sei Dank. Ah, du schon wieder. Yes. Ein guter Kunde. Jeden Tag kommt er vorbei und kauft ein halbes Arsenal leer. Nicht wahr, Mann mit der lustigen Mütze? Lauf mal einen Meter schneller hier, Mensch. Yo, Pete. Alles fit? Hallo, Junge. Na, wie geht's Pauli? Pauli ist tot. Also, dann geht's ihm wohl nicht besonders gut. Gut was? Erkannt. Ich hoffe, du hattest nichts damit zu tun. Oder ist euer kleines Abenteuer etwas schiefgegangen? Sieht ganz danach aus. Aha. Du bist also mal wieder auf der Suche nach Waffen. Du denkst wohl in jeder Wachenminute ans Geschäft. Natürlich nicht. Das wäre ein großer Fehler. Okay, mal sehen, was du hast. Ja, sehr gut. Denn, wie gesagt, der Colt Detective Special mit 6 Schuss, ja, ist... wäre Blödsinn. Also, wir laden erstmal auf. Ach, ich hab diese Waffe... Nein, nein, nein! Alter! Kriegst du die Schweine... Zumindest das Pauli verdient. Willst du mich verarschen? Ich meine, gut, er hat jetzt aufgerüstet mit der Waffe, aber... Also bitte. Ihr seid's ja gewohnt mittlerweile. Ich schalte euch weg und schalte euch wieder zu, wenn ich voll aufgerüstet beim Gebrauchtwagenhändler vorbeischaue. Das werden wir demnächst mal probieren. Bis gleich. Auf zur nächsten Runde, liebe Freunde. Und ich sage euch, ich habe keine Lust mehr. Das ist mittlerweile... Ich glaube, das ist bestimmt schon der 10. Versuch mittlerweile. Irgendwie kommt jedes Mal irgendein verfluchter Scheiß dazwischen. Und ich habe was Interessantes festgestellt. Wenn man in einem Polizeiauto sitzt, kann man zu schnell fahren und wird nicht angehalten. Komischerweise wollte ich das vorhin in einer Aufnahme ausprobieren und plötzlich wurde ich angehalten. Das habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, also wir sind jetzt auf dem Weg zum Gebrauchtwagenhändler hier drüben. Und ja, ich bin jetzt hier schon 5000 Mal hängen geblieben, weil das große Problem ist, hier drin sind ein paar kleine Schätzchen unterwegs, die wir aus dem Weg räumen müssen, nämlich diese dummen Drecksköter dort. Wenn wir aber die Waffe in die Hand nehmen und gerade zufälligerweise, wie es meistens der Fall ist, ein Polizeiwagen vorbeikommt, dann werden wir sofort gejagt. Deswegen die vielen Aufnahmeversuche, die ich mittlerweile hatte. Und deswegen werde ich jetzt so lange warten, bis ein verfluchter Bullenwagen hier durch ist, bevor ich aussteige und das Schloss wegschieße, um anschließend wieder ins Auto reinzuspringen und alle Hunde zu überfahren. Was wahrscheinlicherweise noch die beste Variante ist. Ja, und jetzt stehe ich hier und warte. Ich könnte natürlich auch aussteigen und einfach das Schloss wegballern, aber ich ahne, was dann passiert. Aber ich habe jetzt keine Lust mehr zu warten. Es wird schon gut gehen. Komm, was soll's. Einfach Schloss wegballern und fertig. Pumpgun raus. Schloss weg. Hallo, schieß doch mal das Schloss weg, Mensch. Bist du zu dumm oder was? Du sollst nur das verfluchte Schloss wegschießen. Na, geht doch. Meine Güte. Und jetzt wieder rein in die Karre. Kann man das auffahren, wenigstens, das Tor? Oder muss ich dazu zwanghaft aussteigen und das mit der Hand? Ich wusste es. Ich hasse euch. Ach, dieses Spiel geht mir so auf den Keks mittlerweile. Wenn es nicht die letzte Mission wäre... Wenn es nicht die letzte Mission wäre, ich würde hier einfach ausmachen und es irgendwann ein andermal machen. Das ist ja so grausam. So. Überfahren wir mal die kleinen Hundis hier. Sorry Hundis, aber ihr habt es euch ausgesucht. Ihr wolltet unbedingt Wärterhunde werden, wie auch immer. Wer steht da noch? Wo ist der? Hund? Ach, der ist tot. So ein Ärger aber auch. Es wird immer Ärger mit dem Ärger. Boah. So, erstmal aussteigen und die Waffe erstmal loswerden. Falls jetzt hier jemand... Ach so, scheiße, wenn jetzt hier ein Auto vorbeikommt, dann bin ich ja trotzdem gearscht. Naja, lass es drauf ankommen. Wir müssen hoffen, dass Fortuna uns endlich mal hold ist. Sieht aber gut aus. Komm schon. Na, geht doch. Endlich. Endlich. Im 70.000. Versuch. Es ist ja kaum zu fassen. Und jetzt können wir endlich Sam an der Kunsthalle treffen. Oh schön, mit der Pumpgun kann man sogar nachladen und verschwendet keine Schüsse dabei. Habe ich gerade aus Versehen festgestellt, als ich das Tempolimit reingemacht habe. Damit lädt man ja auch blöderweise nach mit derselben Taste. Aber nun gut. Und ich muss sagen, die Kiste, die ist schon geil. Die ist sehr geil in der Lenkung und die beschleunigt auch sehr schön, wie uns das der Lukas versprochen hat. Also Lukas ist mein bester Freund. Behaupte ich jetzt mal so hier im Spiel. Sam und Polly, naja, aber Lukas ist mein bester Freund. Wenn uns einer helfen kann, dann ist es immer Lukas. So, und jetzt ganz schnell hin zur Kunstakademie, damit wir uns endlich der eigentlichen Aufgabe hierbei widmen können. Es ist ja eigentlich schon ein Unding jetzt, dass mittlerweile bei den ganzen Quests hier immer zuerst die Aufgaben von Lukas Bertone kommen und wir dann erst zu den Missionen fahren. Aber naja, gut. Macht auch mehr Sinn, würde ich behaupten. Ne? Ich meine, es wäre ja blöd gewesen, beim Bankraub erst die Bank zu überfallen und dann während der Verfolgungsjagd noch Aufgaben für Lukas zu machen. Und genauso wäre es blöd, in der letzten Mission den Wagen bereitzustellen, wenn wir dann durch sind mit der ganzen Sache. Deswegen stimmt es schon so. Auch wenn es etwas unangenehm ist. Was soll es? So. Ich würde ja jetzt gerne die Tempobegrenzung rausmachen. Ich weiß aber nicht, ob ich dann irgendwelche Kugeln verschwende. Ich glaub's ja eher nicht, aber wir sind ja sowieso gleich da. Von daher kann ich mir das jetzt auch sparen. Ist jetzt auch Wurst. Wir brauchen danach sowieso nie wieder ein Auto. Das ist also wirklich total sinnlos. Was soll's? Da ist hier die Kunstakademie. Oder Kunstausstellung, ich weiß es gar nicht, ist egal. So, dann wollen wir uns mal mit dem guten Sam treffen und schauen, was er so zu vermelden hat.
und wollen auf seine Hilfe hoffen. Hilf uns, Sam!